Hallo meine Lieben, wem ist schon genau bekannt, was ich euch jetzt berichten werde? Nämlich die Bekehrung des Tribuns Clavius. Im Jahre 33 nach Christus wurde der Tribun Clavius, ein römischer Hauptmann, in den Diensten des Statthalters Pontius Pilatus mit der Aufgabe betraut, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das allerdings war nicht so ganz einfach für ihn. War da doch vor einiger Zeit ein Prediger im Lande, der sich Jesus nannte und der neue König sein sollte. Dieser sorgte dafür, dass große Unruhe im Besonderen unter den frommen Priestern herrschte. Als Jesus durch Verrat schließlich zum Tode am Kreuz verurteilt wurde, sprach man nur noch über das Gerücht, dass Jesus, der Nazarener, 3 Tage nach seinem Tode auferstehen werde. Ein Riesenproblem, auch für den Hohepriester Kaiphas. Der befürchtete, dass der Einfluss der Christenbewegung unter den Juden noch größer werden würde. Und es war auch ein großes Problem für den römischen Kaiser im fernen Rom. Trotz aller starken Sicherheitsvorkehrungen verschwand tatsächlich der Leichnam Jesu aus seiner Grabstätte. Deshalb erhielt der Tribun Clavius den Auftrag von Pilatus herauszufinden, was mit dem Leichnam passierte und wer und wo man ihn versteckte. Clavius sollte in kürzester Zeit den toten Jesus zu Pontius Pilatus bringen. In akribischer Kleinarbeit nahm er mit seinem persönlichen Assistenten, dem Ehrgeizling Lucius, die Suche nach dem Toten auf. War es doch so eingetroffen, wie die Gerüchte im Umlauf waren, dass der Leichnam Jesu tatsächlich am 3. Tag trotz sicherer Verkettungen und Versiegelung am Grabsteins mit verstärkter Bewachung verschwunden war. Tribun Clavius ließ viele Vernehmungen und Razzien durchführen. Sogar Gräber wurden ausgehoben, um zu sehen, ob der Leichnam in eines der Gräber lag. Doch von dem Leichnam und den Jüngern Jesus war nichts zu finden. So ließ er nach Maria Magdalena suchen, um sie zu verhören. Unter massiver Gewalt und Androhung gab Maria das Versteck der Jünger preis. Am Ende fand Clavius die Jünger und Maria Magdalena in einem Haus versammelt. Und als er in das Haus eintrat, sah er in deren Mitte genau den Mann, der sich Jesus nannte und den er vor der Kreuzigung her tot am Kreuz genagelt gesehen hatte. Von dieser Stunde an veränderte sich das Leben des Tribun Clavius. Er reiste den Jüngern nach. Er reiste den Jüngern hinterher bis nach Galiläa. Dort begegnete er wiederum dem Auferstandenen und erlebte seine Wundertaten. Das überraschte ihn sehr, aber es überzeugte ihn auch. Er wurde gläubig. Die Bekehrung des Tribuns an den Glauben zu Gott und Jesus war vollzogen. Ja, meine Lieben, das geschah mit dem Tribun Clavius. Die Bekehrung, man kann auch sagen, er wurde erleuchtet. Am Freitag informiere ich euch über das bewegte Leben von Maria Magdalena, die Frau an Jesus Seite. In Liebe, eure Deria.